Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin wie immer der Piermin, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch gerne die neueste Folge InsertCoin an, ist gerade ganz frisch rausgekommen. Kommen wir zu den Themen von heute. Der Source-Code von Cyberpunk und The Witcher 3 wurde geleakt. God of War Ragnarök kommt nicht mehr in diesem Jahr. Ein neues Warhammer 40k-Spiel wurde angekündigt. Und Ubisoft verspricht große Ankündigungen auf der E3. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt und keine News mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Jetzt, wo man langsam denken könnte, endlich geht es für CD Projekt Red etwas in ruhigere Fahrgewässer, holt sie den nächsten Nackenschlag ein. Wie schon vor geraumer Zeit berichtet, wurde der Entwickler und Publisher Opfer eines Ransomware-Angriffes. Gestohlen wurden unter anderem der Source-Code von Cyberpunk und The Witcher 3. Die Daten wurden von Kriminellen mittels einer Auktion weiterverscherbelt und siehe da, nun sind sie im Internet aufgetaucht. Allerdings sind diese Codes passwortgeschützt und um einen Zugang zu bekommen, sollt ihr 10.000 US-Dollar spenden. Das Geld soll dann allerdings zumindest für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Auf der E3 erwarten uns jede Menge Ankündigungen und Neuigkeiten. Ein Entwickler, der allerdings mal wieder nicht teilnimmt, ist Sony. Die setzen inzwischen seit einiger Zeit auf das hauseigene Format State of Play, um Neuigkeiten zu ihren Spielen zu zeigen. Ein Titel, um den es allerdings seit einiger Zeit etwas ruhiger geworden ist und der eigentlich auch noch dieses Jahr kommen sollte, ist der neue Exklusivtitel God of War Ragnarök. Laut eigenen Aussagen sei man zwar bei Horizon Forbidden West auf dem besten Weg, den Titel zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen, bei God of War sieht es aber allerdings ein bisschen anders aus. Dort haben die Arbeiten etwas später begonnen, weshalb man beschlossen habe, dieses Spiel auf das nächste Jahr zu verschieben. Ein Release auf der PS4 steht auch noch nach wie vor im Raum. Frontier Developments hat es nicht ausgehalten und noch vor der E3 ein neues Taktik-RPG angekündigt. Im Rahmen eines Warhammer Showcase wurde nun Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters vorgestellt. Der Titel kommt bis jetzt ausschließlich für den PC, allerdings sowohl in Steam als auch in den Epic Game Store. Das Taktikspiel wird dabei von Complex Games in Kanada entwickelt und soll ab 2022 erhältlich sein. Ihr befehligt dann die Grey Knights, ihres Zeichen die größte Waffen der Menschheit. Im rasanten, brutalen und rundenbasierten RPG setzt ihr diese gegen die korrumpierenden Mächte des Chaos ein. Weitere Infos dazu soll es dann im August geben. Auch Ubisoft wird im Zuge der E3 eine eigene Präsentation abhalten. Der französische Entwickler hat nun vorab verraten, auf was wir uns freuen dürfen. Wer gedacht hat, mit der Far Cry 6 Vorstellung vor ein paar Tagen wäre schon alles Pulver verschossen, wird wohl ein bisschen daneben liegen. Am 12. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch dann auf Neuigkeiten zu Far Cry 6 und Riders Republic freuen, sowie zu Assassin's Creed Valhalla und zum neuesten Rainbow Six. Eine Stunde vorab in der Pre-Show wird es aber auch schon Updates zu For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla und Watch Dogs Legion geben. Die ein oder andere Überraschung wird aber natürlich auch noch dabei sein. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wenn ihr noch nichts vorhabt, schaut euch gerne die neueste Folge InsertCoin an. Dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!